Alex fragt Pete Smeed: Was haltet ihr von Work and Travel, zum Beispiel in Kanada oder Neuseeland für ein Jahr? Hab selbst zwar leider nie so gemacht, aber es ist eine super Gelegenheit für alle, die es machen können oder sollten. Wirklich relativ günstig, Länder wie Kanada und Neuseeland, die halt dafür bekannt sind, zu sehen. Deswegen, do it. Also wenn du da Bock drauf hast, mach es. Wenn nicht, lass dich nicht dazu zwingen. Aber wenn du denkst so, yo, ich glaube, ich würde mir das vielleicht nicht länger leisten können ansonsten oder irgendwie was anderes, Work and Travel, super Sache. Geht natürlich, gerade für YouTube wird sich das sogar anbieten, weil man kann man da natürlich super Videos drüber machen. Ich hätte jetzt aktuell keinen Bock drauf, aber für andere gerne. Ich finde so Work-and-Travel-Sachen sehr, sehr cool. Habe ich nie gemacht, leider. Ich glaube, damals war es noch ein bisschen exotischer, so in meinen jungen Jahren. Aber ich finde das cool. Ich finde das cool. Man erlebt super viel. Man wächst, glaube ich, in dieser Zeit unfassbar. Also man wird viel krasser erwachsen, weil man sehr eigenständig sein muss. Man muss sich weiterentwickeln. Man muss selber gucken, wie Lippen hat, wie esse ich morgen. Man bekommt Eindrücke aus anderen Ländern. Man in andere Kulturen, in andere Sprachen kommt man mehr rein. Also gerade so als Sprachreise würde ich das total gerne oder hätte ich das total gerne gemacht. So vielleicht gerade in Neuseeland Englisch lernen und dabei dann halt auch sehr viel noch von der Landschaft und sowas mitnehmen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, also finde ich eine geile Sache. Finde ich echt eine gute Sache. Habe ich nie gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Gibt es da irgendwie so eine Organisation für, über die das dann läuft? Oder ist es komplett selber organisiert oder whatever? Kein Schimmer. Kann ich nicht viel zu sagen, leider. Finde ich cool. Wäre nur nichts für mich. Also wirklich nicht. Weil so weit weg von der Familie hätte ich gar keinen Bock drauf. Außerdem müsste ich dafür lange fliegen. Auch nicht meins. Aber ich kann das schon verstehen. Du lernst einmal eine neue Sprache kennen, du lernst eine neue Kultur kennen, du lernst ein bisschen was zu arbeiten, für dein Leben zu sorgen. Ich kann das schon nachvollziehen, dass das manche machen, ja.